verlassen wir die Teow-Insel und brechen Richtung Lübeck auf. Es ist zwar bewölkt, aber wir haben unschlagbare 38 Grad. Ob da jetzt noch Regen aus den Wolken kommt, who knows. Sieht nach Gewitter aus, aber ob das hierher kommt, I don't know. So, und voraus ist schon wieder die Trabe. Und dann geht's Richtung Lübeck. Ah, hier haben wir eine nachgebaute alte hanseatische Kogge. Mit denen sind die dann früher los. This is one of the old koggers which they used from the Hansa to transport their stuff over the Baltic Sea. No hope surrounds you. An empty soul, so much space to fill the gaps and fall through. Wir liegen hier direkt an der denkmalgeschützten Drehbrücke. Sie wurde 1892 fertiggestellt. Damals ermöglichte sie den Zügen, in die Stadt zu fahren, und heute wird sie als Auto- und Fußgängerbrücke benutzt. Jetzt nehmen wir euch mit auf eine Tour durch Lübeck. Wenn ihr nicht geschichtlich oder in die Backsteingotik interessiert seid, dann spult einfach vor. Lübeck galt durch ihre Lage an der Ostsee als Tor zum Ostseehandel und orientierte sich in dem Ostseeraum und nach Skandinavien. Das alte Lübeck lag natürlich geschützt zwischen Trabe und Wakenitz und ist mit der schiffbaren Trabe noch heute mit der Ostsee verbunden. Mit dem Erhalt des Sösterstadtrechtes 1160 und des Artlenburger Privilegs 1161, das sie rechtlich mit dem bis dahin den Ostseehandel dominierenden Gotlandfahren gleichstellte, und durch den Handel vor allem mit Fisch und Salz, dem Gold des Mittelalters, gewann Lübeck immer mehr an Bedeutung. Nach einigen Fehden um das Handelsprivileg mit Novgorod stach Lübeck Visby aus, und der Oberhof, bis dahin in Visby, wurde schon 1293 nach Lübeck verlegt. Visby verlor so immer mehr an Bedeutung. Im 14. Jahrhundert zählte Lübeck zu den größten Handelsstädten Europas. Und erst im 16. Jahrhundert verlor sie an Macht, als die Niederländer den Lübecker Stapel einfach umfuhren und direkt nach Osten segelten. Jeder, der in Lübeck ein Schiff besaß oder segelte, musste der Schiffergesellschaft beitreten. Diese war ihr Gerichtsplatz, kümmerte sich darum, dass die Schiffe auch seetüchtig waren, halfen den Witwen von nicht zurückgekehrten Seglern und beschützten den Lübecker Hafen. St. Jakobi ist die Kirche der Seefahrer. Aber nicht nur für sie gibt es hier viel zu bewundern. Viele Teile schon vom 14. Jahrhundert sind erhalten geblieben, wie zum Beispiel die Taufünfte, die Holzkanzler oder der schwarz-marmornbemalte Hochaltar. In der Pamir-Kapelle bewahrt ein Rettungsboot der Pamir das Andenken an das 1957 im Atlantik untergegangene Viermast-Segelschiff. Zudem findet ihr in St. Jakobi
die drei letzten historischen Orgeln von Lübeck, deren Pfeifen aus 6 Jahrhunderten die Blütezeit der hanseatischen Orgelkunst widerspiegeln. Die ältesten Teile der Orgel stammen von 1466. Wenn ihr durch Lübeck geht, dann schaut auch mal durch die Tore in die Hinterhöfe. Diese sind teils wunderschön angelegt. Der Lübecker Dom wurde im Zweiten Weltkrieg fast ganz zerstört und seit den 1960er Jahren langsam wieder aufgebaut. Bei Niederegger, welches ihr gleich hinter dem Rathaus findet, kriegt ihr das leckerste Marzipan und fantastisches Eis. Geht mal hoch in den zweiten Stock. Hier hat sich unsere kleine Pause wirklich gelohnt. St. Marien und der Teufel, die haben ihre eigene kleine Geschichte. Die könnt ihr aber auch im Internet nachlesen. St. Marien and the Devil, they have their own little history. But you should read that in the Internet somewhere. It would be taking much too long here. Tja, und hier schließt sich unsere Runde durch Lübeck. Wir sind ziemlich kaputt, es ist immer noch brüllend heiß und wir haben uns entschieden, morgen Richtung Ostsee in See zu stechen. Also bleibt dabei, wenn wir zur Insel Pöhl aufbrechen. Theoretisch haben wir jetzt immer eine Möglichkeit, in den Nachbardingens reinzufahren. Sollen wir mal reinfahren? Wenn ihr um 9:30 aufmacht, sollten wir um... Halb 10 macht er auf. Sollten wir um 20 nach 9 da? Ja, und 10 Minuten vorher soll man da sein. Wir haben gerade Lübeck verlassen und auch die Klappbrücke hinter uns ist wieder zu, sehr pünktlich geöffnet. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, sollen mal darauf achten, dass die Öffnungszeiten der Brücke in der Map nicht mehr stimmen. Wir haben uns die aus dem Internet geholt, die neuen Öffnungszeiten. Die Brücke öffnet 4-mal am Tag. Und man sollte 10 Minuten vor der Öffnungszeit da sein. Wir sind jetzt wieder auf der Trave und Richtung Travemünde und dann raus auf die Ostsee, wenn alles so läuft wie geplant. Und nach dieser
dieser Idylle kommt wieder Industrie. Und so wechselt sich das immer ab hier an der Trave. After this idyllic place right here, we've got the industrial place next to the Trave again. And that goes like industrial nature, all the way down to Lübeck. Muss ich jetzt was sagen? Wie geht's dir denn heute Morgen? Ja, ich hasse sowas. Ich weiß, dass du sowas hast. Ja. Aber trotzdem musst du was sagen. Ich habe dich nur gefragt, wie es dir geht. Herrliches Wetter. Es geht ihm herrliches Wetter. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wie geht's dir denn heute? Lange jetzt nicht. Sag doch einfach gut oder schlecht. Hast aber Glück gehabt. Es ist immer wieder brüllend heiß. Das einzige Lüftchen, was weht, ist der Fahrtwind. Das liegt ungefähr bei 2 Knoten. Lässt sich's aushalten. Jetzt sind wir gerade auf dem schönen Teil der Trave. Die Industriegebiete haben wir erstmal hinter uns gelassen. Inzwischen ist noch viel Verkehr. Man sieht ein paar Segelboote vor uns. Hafen. Wird im Moment leider noch viel gebaut. Liegt direkt an der Mündung von der Trave in die Baltische See. Und hier haben wir nochmal die Passat. Okay, das ist Passat Marina in the entrance of the Trave into the Baltic Sea. Absoluter Flaute, jetzt wenigstens 12 Knoten. Der Wind kommt natürlich aus der falschen Richtung, das heißt ein bisschen kreuzen, aber zumindest
segeln. Das ist doch schon mal was. So, meine lieben Freunde, das ist jetzt der Ausgleich. Jetzt haben wir doch tatsächlich 10, 11 Knoten Wind im Kreuzen. So langsam in die richtige Richtung. Aber wir segeln. Wo wollen wir denn hin heute? Mit 4,2 Knoten auf die Insel Höhen, ne? Nach Höhl. Höhl. Zum Timmendorfer Strand. Zum Timmendorfer Strand, genau. Aber wir sind mindestens 40 Grad, 50 Grad weg vom Kurs. Wir fahren wohl eher Richtung Fehmarn. Aber mit ein paar Schlägen. Wurde das doch heute doch noch ein toller Segeltag. Ja, tatsächlich 5 Knoten Wind, unglaublich. Ich sehe es auch sehr gerne heute. Nur der falsche Wind. Nur der falsche Wind. Aber dein. Küstenwache ist da draußen. Und wir sind jetzt kurz vor Höhl. The island of Pöhl lies close to Wismar in the Bay of Wismar. We choose to take a stop here because it's so hot and we hope we get a little bit of cool, fresh air out here before we continue to sail to Wismar tomorrow. If any one of you knows what kind of jellyfish that is, please leave it in the comments, thanks. Wenn irgendeiner von euch weiß, was das für eine Qualle war, wäre es schön, wenn ihr das unten in den Kommentaren lassen würdet. Mich würde das sehr interessieren. Ich habe sie im Internet nicht finden können. Hier die Backbordleine zuerst zugeworfen hat. Passiert mal im Eifer des Gefechtes. Nach dem Anlegemanöver stärken wir uns erstmal mit einem Fischbrötchen und danach springen wir in die Ostsee. Klaus, um gleich mal die Logge zu reinigen, denn unser Trip-Counter zeigt irgendeinen Blödsinn an. Fischbrötchen gegönnt. Und uns auf die Mole platziert.
Ja, so sieht's aus. Ich weiß nicht, ob ich da freiwillig ins Wasser gegangen wäre, wenn ich die Qualle gesehen hätte. I'm not sure if I would have gone into the water if I would have seen the jellyfish. An den Steg sehr wahrscheinlich, ne? Oder? Vielleicht dreht er auch nur wieder. Aber ich dachte immer, diese großen Schiffe reservieren vor, wenn sie irgendwo hingehen. Vielleicht wird er komplett an den Steg. Ja. Versucht uns einfach da zu drehen. Aber er hat ein riesiges Ruder. Der legt hier nicht zum ersten Mal an. Aber Sie haben vollkommen recht, der macht das wirklich geschickt. Der dampft sich jetzt in die Achterspring ein, ne? Kann man noch was draus lernen? Ja. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr unten eure Kommentare lassen und ein Like würde uns freuen. Das nächste Mal motorsegeln wir nach Wismar, machen mit euch eine Hafenrundfahrt und zeigen euch ein bisschen von der alten Hansestadt Wismar. Wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein und seid dabei.